Ja, im dritten Teil möchte ich euch noch ein paar weitere interessante Steakcuts vorstellen. Starten wir mit dem Tri-Tip, dem Bürgermeisterstück, leicht zu erkennen am dreieckigen Schnitt. Der ganze Cut ist mit ca. 1,5 Kilo recht schwer. Ich grille es meistens scharf an und lasse es dann langsam auf Kerntemperatur ziehen. Eignet sich aber auch super zum Beispiel als Braten zum Schmoren. Weiter geht's mit Hanging Tender Anglais oder auch Nierenzapfen genannt. Ja, ich glaube, man liebt es oder man hasst es. Der Cut besteht aus zwei Teilen, die durch eine starke Sehne getrennt sind, die ihr vorm Essen unbedingt entfernen solltet. Das Hanging Tender hat einen mega intensiven Geschmack und ist super saftig. Jetzt kommen wir zum Picanha oder Tafelspitz. Sitzt auf dem Schwanzstück des Rind, gut zu erkennen an der dreieckigen Form und der Fettschicht auf dem Stück. Wunderbar für die Rotisserie geeignet, aber auch super saftig als Steaks. Ja, und zum Schluss eine wahre Schönheit, massiv und immer wieder beeindruckend, das Porterhouse Steak mit einer wunderschönen Marmorierung. Es besteht aus zwei Steaks, dem Roastbeef und dem Filet, die durch den charakteristischen T-förmigen Knochen verbunden sind. Ja, der Unterschied zum T-Bone besteht eigentlich nur darin, dass das Filet beim Porterhouse deutlich größer ist. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu Steakcuts oder wir uns einen Cut mal detaillierter anschauen sollen, schreibt es einfach mal als Frage in die Funktion in meinem Profil.